Wir haben auch noch Sprich Deutsch. Wir schauen mal gerade Sprich Deutsch. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradig attraktiven Individuen, ihr an da draußen. Er hat wieder mitbekommen, dass ich zugucke, ne? Ihr hochattraktiven Individuen. An Empfangsrennen, Niska hier, und ich habe gerade einen Sub bekommen. Danke, oh, für den Sub, mein Lieber. Kuss, hab dich lieb. Ja. Warum labert er Deutsch? Warum rat er da was im Chat durch? Crazy, right? Richtig crazy. Sprich Deutsch, du, kennen wir. Back. Und damit meine ich, ich bin zurück vom Englisch reden. Was soll ich sagen, Leute? Das ist jetzt auch für alle da im Chat, die nicht raffen, warum ich jetzt auf einmal wieder auf Deutsch laber und nicht auf Englisch. Und zwar, ich bin ganz offen zu jedem Einzelnen. Ich habe wirklich, die 2 Wochen habe ich gedacht, ich kann mir vielleicht diesen Traum erfüllen von internationalen YouTubing. Dass ich ein großer werde, dass ich es schaffe. Das Einzige, was ich jetzt die letzten 2 Wochen geschafft habe, ist, dass ich keinen Spaß mehr am Stream habe. Ich kann meine Sprache nicht mehr halb so gut umwandeln in Englisch wie in Deutsch. Jeder zweite Satz, den ich sage, geht in den Keller gerade. Ich habe gedacht, ich wäre gut genug in Englisch. Viele haben gesagt, ich bin scheiße im Englisch. Es kann sein. Also, ich kann mich normal artikulieren. Das ist kein Problem. Ich kann auch. Also, es versuchen wirklich viele Leute, irgendwas Englisches zu machen. Weil, wenn du Englisch sprichst, auf YouTube und auf Twitch, hast du eine viel größere Zuschauerschaft. Das geht ja um die Welt. Viele Leute, die im Netz unterwegs sind, weltweit, verstehen halbwegs Englisch und gucken sich deswegen englische. Nein, ich habe nicht heilig ängstigend gesagt. Nein, aufhören. Das Handy schon wieder. Bixby. Und viele Leute versuchen das dann, allerdings ist eure Konkurrenz dann auch größer. Es gibt natürlich sehr viele große YouTuber und Streamer, die Englisch sprechen, aus verschiedensten Ländern, weil die sich dasselbe denken. Sie haben eine größere Zuschauerschaft. Im YugiTuben hast du im Deutschen natürlich dann den Vorteil, ja, lieber ängstigend, hast du natürlich den Vorteil, dass du auch nur die deutsche Konkurrenz hast und dich mit denen messen musst. Und es gibt natürlich begrenzt nur Zuschauer, aber die Zuschauer hier haben so wenig Auswahl an YugiTubern, dass sie sich gerne auch noch einen mehr angucken. Also einen guten und großen YugiTuber natürlich, ne? Deswegen ist das gar nicht so verkehrt, in der eigenen Sprache YugiTubing zu machen. Das im Englischen zu machen ist wesentlich schwerer, weil du vielleicht Englisch verstehst, aber nicht gewohnt bist, Englisch auch komplett zu reden die ganze Zeit. Das ist wahnsinnig anstrengend. Noch vieles funny wiedergeben und sowas, nur ich bin der Meinung, die deutsche Artikulation suits mir besser, um es mir so auszudrücken. Suits mir besser, ja, bleib im German drin. Es suits you besser. Das nächste Problem, was ich habe. Ich habe mir jetzt so unter Druck gesetzt, auf Englisch zu labern, auf Englisch Content hochzuladen. Und ich habe es einfach versucht und versucht und versucht. Der YouTube-Algorithmus nimmt mich auf Englisch auch nicht an. Und meine Videos werden eh nur von deutschen Leuten geguckt. Das heißt, aktuell ist auch der Fall so, meine deutschen YouTube-Videos, nein, meine englischen YouTube-Videos werden nur Deutschen gezeigt und die Deutschen tun es gar nicht gucken oder disliken. Mitunter so ein Punkt, weshalb ich jetzt auch dann einfach nur gesagt habe, mir geht's scheiße. Punkt. Das machst du doch nicht auf demselben Kanal. Das geht doch nicht. Wenn ihr euren Content umstellt, von Deutsch auf Englisch, dann geht das nicht, dass ihr den Kanal, der bis jetzt nur von Deutschen abonniert ist und bis jetzt nur von Deutschen geguckt wird und der Algorithmus ist darauf eingestellt, dich nur in Deutschland zu verbreiten und Österreich und Schweiz, wo Deutsch verstanden wird, dass du anfängst, Englisch zu sprechen und plötzlich versteht keiner von deinen Zuschauern, was du da laberst. Das geht nicht. Der Algorithmus hat deine Zuschauerschaft bereits festgelegt. Er weiß auswendig, wer dich gucken möchte und stellt dich diesen Leuten vor. Wenn du jetzt Englisch sprichst, verstehen die dich nicht mehr. Dann werden deine Videos nicht mehr geguckt. Dann bringt das deine Statistik runter. Ja, so macht man das nicht, Samara. Die Sache ist, er müsste einen Zweitkanal machen. Einen englischen Zweitkanal, der von null anfängt. Wo er den Algorithmus von Anfang an darauf trimmen kann,
nur englische Zuschauer, nur in englische Gebiete, beziehungsweise dann weltweit, überall dahin, wo Leute Englisch verstehen. Das muss der Algorithmus erstmal verstehen. Der würde seine deutsche Zuschauerschaft verlieren, wenn er versucht, auf Englisch zu machen. Das ist ein harter Umstieg. Vor allem hat er ja einen Kanal, der gut läuft, mit 7000 Abonnenten. Und den dann so umzubrechen, dass er plötzlich nicht mehr läuft, weil er die Sprache wechselt. Er wird ja nicht plötzlich auf 8000 hochgehen, weil er die Sprache wechselt. Die 7000 vorher können ihn ja nicht mehr gucken. Also muss er sowieso einen neuen Kanal anfangen. Aber ich habe auch mit diesen ganzen Einbrüchen gerechnet. Und jetzt ist halt noch ein Problem. Und jetzt ist halt noch ein größeres Problem. Und zwar für viele, die es nicht mitbekommen haben. Ich musste einfach nur familiärbedingt ein neues Auto kaufen, weil einfach das Auto meiner Mutter kaputt gegangen ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schenke ihr meins. Jetzt habe ich mir selber eine neue Karre gekauft. Einfach nur, dass ich zur Arbeit kommen kann und so weiter und so fort. Das hat jetzt zur Folge, dass ich meinen aktuellen Job von Halbzeit auf Vollzeit wechseln musste, weil, naja, Finanzierung ist eine Bitch. Und wenn du mit einem niemals ficken willst, ist es A, das Finanzamt, darum mache ich auch meine Steuern artig, und B, irgendeine Bank, der du Geld schuldest. Und jetzt habe ich einfach für mich beschlossen, ich mache meinen Job Vollzeit. Was wird das jetzt für Auswirkungen auf die Marke Nivska haben? Die Marke Nivska und die TCG Online Locals. Die TCG Online Locals werden weiterlaufen wie bisher. Aber wir werden trotzdem weiter an unserem Projekt arbeiten. Was so viel bedeutet wie, wir wollen ein gutes System einführen, das viele Leute dazu ermutigt, remote zu spielen. Und wir werden das auch dann... Tim, der hat ja sowas gemacht wie remote spielen, ne? Also nicht, dass er online mit Leuten gespielt hat, über diese ganzen Online-Simulatoren, sondern der hat wirklich tatsächlich ein Spielfeld dann sich hingelegt und im Livestream angefangen, auf Spielfeldern zu spielen, ne, mit Karten. So richtig remote, wie das halt gemacht wurde in der Corona-Zeit. Weiterhin so machen mit diesem System, du musst trotzdem Englisch reden können, wenn du da teilnimmst. Weil wir wollen tatsächlich an unserem geheimen Plan, an dem wir arbeiten, oder auch für die Remote Locals wollen wir dafür halt trotzdem internationales Wachstum haben. Du musst Englisch sprechen können zum Teil. So einfach ist es. Das nächste, was ich habe, was hat es denn für meinen YouTube-Kanal zu tun? Ich werde wahrscheinlich weniger auf YouTube hochladen. Ich werde in Zukunft 5 Tage die Woche arbeiten, wenn nicht sogar Wochenends auch. Und das ist halt das größte Problem, was ich habe. Ich kann nicht einen Vollzeitjob machen, wo ich auch am Wochenende arbeiten muss, 4-mal die Woche live sein. Clean. Kuss. 4-mal die Woche live sein und dann noch YouTube-Videos schneiden. Das geht nicht. Ach, kann man das nicht? Ich werde wahrscheinlich das Ding mit den Shorts massiv runterfahren. Zeige ich jetzt schon, wie es ist. Ich werde wahrscheinlich auch die YouTube-Videos, vielleicht einfach nur meine YouTube-Videos auf 1 bis 2 Videos die Woche runter. Mal gucken, ob überhaupt welche kommen. Und dann halt wirklich simpel editiertes Reaction-Scheißdreck oder sowas. Ja, mach Reaction. Mach gerne mehr Reaction. Aber ich mache ja auch, ich arbeite ja auch nur Teilzeit. Und weshalb ich jetzt für mich beschlossen habe, fuck it, ich will wenigstens Spaß haben beim Streaming. Ich habe Satzbaustörungen, meine Grammatik ist scheiße beim Labern. Ich kann den Witz, den ich im Kopf nicht habe, nicht rumbringen. Ich wollte so oft Hurensohn brüllen oder sowas. Na. Son of a, das gibt's im Englischen genauso. Und weshalb ich jetzt einfach gesagt habe, ich werde das Streaming, ich werde mein YouTuber-Dasein auf ein Hobby-Level reduzieren. Ich werde trotzdem Streaming, ich werde trotzdem live sein, weil ich Spaß daran habe. Ich bin gerne live. Und das, was mir am wichtigsten ist an dem Ganzen, ist, dass ich Spaß am Live-Sein habe. YouTube ist mir scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr die YouTube-Videos gerne guckt, gerne. Aber mir ist, ich will Spaß am Streaming haben. Ich will Spaß haben, vor der Kamera zu sein, Yugi spielen und mit euch zu labern oder irgendwie so ein Scheiß. Und das ist mir das Wichtigste tatsächlich. Und der Spaß, seitdem ich mich auf Krampf versuche, irgendwie funny zu sein oder sowas auf Englisch, wo es mir nicht so natürlich kommt, wo ich es mir antrainieren muss, ist nicht da. Ich weiß, Nivska, man kann sagen, es kommen ja Anfang der zweite Woche. Ich weiß, Anfang zweite Woche erst. I completely get it. Ich hab diese 2 Wochen gehasst.
Ich habe die 2 Wochen gehasst. Hab da keinen Spaß dran gehabt. Aber wenn ich schon 2 Wochen merke, kritisch. Du möchtest die komplette Scheiße am liebsten stecken lassen. Nee. Ich bin froh über alles, was wir aufgebaut haben. Ich werde auch jedes weitermachen. Und wie gesagt, ich werde weiterhin für euch live da sein. Und das ist jetzt das, was wichtig ist. Also wenn ihr wieder Bock habt auf deutsche Streams, wenn ihr wieder auf Hurensohn beleidigt werden wollt oder sowas, be my guest, schau vorbei. Ich habe es zumindest versucht, auf Englisch zu streamen, wie schon in deinem Chat ist. Wenn ich das Versuchen erkannt. Ja, I tried it. It's not my Steckenpferd, I guess. I tried it. It's not my Steckenpferd. Das ist herrlich. 2-0. Bleib auf Deutsch. Ihr seid so süß mit den ganzen Subs und alles Mögliche, ne? Aber wie ihr schon gesehen habt, ich möchte das einfach so weitermachen, wie ich Bock hab. Fuck it. Einer von den ganz großen Internationalen werden kannst du knicken. Einfach nicht mit dem Mindset, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, meine Zunge lahmt ab und sowas. Vielleicht werde ich die ein oder andere internationale Kollabo weiterhin haben, weshalb mein englisches Video oder sowas droppt. Maybe, could be possible. Aber ist schwer, wenn man zweigleisig fahren will, dann brauchst du halt einen eigenen Kanal. Was mit Twitch ist, macht es ja noch schwieriger, wenn er auf Twitch livestreamt. Da hat er halt seine deutschen Zuschauer, da kann er nicht einfach auf Englisch wechseln. Das ist natürlich, dass die Leute sich die ganze Zeit beschweren, sprich Deutsch, du. Das geht ja nicht. Du hast halt nur einen Livestream-Kanal, du hast nur einen Twitch-Kanal. Du bräuchtest du mehrere Twitch-Kanäle, dann musst du aber abwechselnd hin und her gehen, mal auf Deutsch, mal auf Englisch reden. Oder deine Videos, halt wenn du Englisch streamst, deine Videos nur noch auf dem Extra-Kanal hochladen, auf dem englischen Zweitkanal. Aber, ja, I guess I'm back. Und alle, die mir sowieso weiter auf Instagram gefolgt haben, also ich habe mein Instagram wirklich komplett auf Deutsch gehalten, meine ganzen. Also Amara, sag dem Kammer Bescheid, wenn er mal wieder hier Yu-Gi-Oh! Spielen möchte. Das machen wir hier im Livestream abends. So, aber ganz kurz. Machen wir einen ganz kurzen Livestream einfach. Spielen gegeneinander. Und dann machen wir den Abend weiter. Und meine Familie kann dann hier im Wohnzimmer schön Fernsehabend machen. Das machen wir nämlich jetzt gleich. Wir sind jetzt gleich nämlich durch, fertig. Und dann machen wir Livestreamabend. Machen wir Fernsehabend. Ganze Stories. Und ich muss sagen, leck mich am Arsch, während ich so eine Story aufgenommen habe für euch das Tagebuch und so einen Kack. Hat schon richtig Spaß gemacht. Was wird dann, wenn du deine Weiterbildung anfängst? Das weiß ich noch nicht tatsächlich, das kann ich noch nicht sagen. Also, auch wenn ich die Weiterbildung anfange zum Fachlehrer-Chat, das wird dann wahrscheinlich auch so laufen, dass ich... 2-0, clean! Ist der Lehrer? Danke, Darkworld Masterplay, danke für die 2 Gifted Subs, mein lieber Kuss. 2-0, clean! Auf jeden Fall, wenn ich diese... Ich brauche auch noch solche Alerts für den Stream hier. Ich habe hier noch keine Yugi-spezifischen Alerts. Ihr seht, ich habe hier einen neuen Rahmen gemacht. Also ich habe meinen Finger verschwendet. Ich habe den alten Rahmen genutzt, habe den neu positioniert und habe da hinten hingeschrieben, euer Gonzo, in einer Tim Burton-Schrift übrigens. Ich dachte, das passt zu Shadoll, auch von der Farbgebung her natürlich. Ne, da drüben, ich muss in die Richtung, glaube ich, gucken, ne, damit ihr denkt, ich gucke auf meinen Namen. Da steht mein Name. Ist verwirrend. Ist alles angepasst worden. Und natürlich hier drunter ist mein Access Code auch von der Höhe angepasst. Das hatte ich vorher auch nicht richtig gemacht. Also hier extra alles nochmal neu gemacht. Aber mir fehlen noch die Alerts. 2-0, clean. Oh Gott, wirklich vielen, vielen Dank für die ganzen Subs, Leute. Vielen, vielen lieben Dank. Auf jeden Fall, wenn ich die Weiterbildung dann anfange und weitermache, dann kann ich es noch nicht sagen, wie ich es mache. Auf jeden Fall, ich glaube, dieses ganze Vollzeit-Streaming, ich glaube, dieses ganze, es wird mein neuer Main-Job oder sowas als Streamer, ich glaube, das ist es nicht. Also, ich bin froh für das, was ich habe mittlerweile, das habe ich erkannt. Ich muss jetzt nicht unbedingt der Größte machen oder sowas. Ich glaube, es wird für mich an der Zeit zu erkennen, ich bin froh mit dem, was ich habe. Ich bin froh über die Community, die ich habe. Wirklich. Und er wird ja wohl trotzdem einiges an Geld verdienen damit. Also nebenbei oder nicht. Und er kann ja wohl auch nach Feierabend immer noch abends streamen. Da muss er ja nicht abends einen trinken gehen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was diese Leute heutzutage machen. Ich gehe ja nicht raus trinken oder so. Und kaum, ich habe gesagt, ich stream wieder auf Deutsch, kommen wieder Leute, mehr Leute ran. Es tut mir leid für alle, die ich damit abgegraut habe. Ich habe es anerkannt, aber ja, ich habe euch lieb. Ich habe... Okay, das war's. Ja.
Ah, ist aber schon seltsam, wenn die Leute plötzlich anfangen mit Englisch. Aber ich habe viele Leute erlebt, die meinen, sie machen jetzt Content auf Englisch, um bekannter zu werden. Das klappt so aber nicht. Sie haben auch größere Konkurrenz. Außerdem ist es dann schwieriger, in der Fremdsprache sich zu artikulieren. Und das fällt den Leuten auf. Außer ihr macht geskriptete Videos, da kann man sich Mühe geben. Das kann funktionieren. Aber so frei von der Leber weg streamen in einer anderen Sprache wird zu schwer. Das macht man nicht. Ja gut, Leute. So schlimm fand ich es jetzt nicht mit Nevska, aber vielleicht finde ich ja noch krasse Reactions, wo er einfach mal komplett entgleist. Er hat ja auch schon wild rumgeschrien, gerade eben im ersten Video. So, wir machen jetzt einen Fernsehabend und ich verabscheue mich. Und jetzt kennt ihr meinen neuen Hintergrund. Übrigens hier hinten von Yu-Gi-Oh! GX, das ist das Slifer Red Dorm. Wie heißt es nochmal auf Deutsch? Ein Dorm, ein Verbindungszimmer hier. Genau. Leute, Samara, danke fürs Dabeisein, danke für die Hilfe, für das Einstellen vom Chat. Ob der so hinhaut, weiß ich nicht. Mal gucken. So, auf jeden Fall, mach's gut. Wir lesen uns später. Ach ja, und jeder, der das Video geschaut hat, Däumchen geben und abonnieren.